Es gibt ein neues cooles Event bei Clash of Clans. Super Truppe im Rampenlicht. Es ist mal wieder soweit und dieses Mal haben wir den Mauerbrecher. Und hier ist jetzt ja auch schon das Eisbad. Und wir gucken mal direkt drauf. Dieses Mal, wie gesagt, der super Mauerbrecher. Nicht nur, dass ihr ihn in kürzerer Zeit ausbilden könnt. Nein, er hat natürlich dann auch das höchste Level für dein Rathaus. Und wir kennen ja schon diese Art von Events. Es geht darum, Sterne zu verdienen. Desto mehr Sterne du verdienst, desto mehr von den Eiswürfeln bekommst du. Wenn du zusätzlich noch mindestens einen Supermauerbrecher einsetzt, bekommst du nochmal extra was von den Eiswürfeln. Und dann schreitest du auf dem Eventpfad voran, holst dir dann Belohnungen. Wir haben natürlich diese Supertruppe jetzt, Medaillen, Erze und natürlich dann mit den Medaillen kannst du dir tolle Preise beim Händler holen. Also ein richtig cooles Event. Wenn ich einen Ereignispass oder mehrere an euch verlosen soll, like doch mal das Video und kommentiert fleißig. Vergesst nicht, Creator-Code MBF einzugeben. Hier sehen wir jetzt also einmal oben den Pfad für den Ereignispass und unten den Free-to-Play-Pfad. Und wir haben wieder richtig gute Sachen am Start. Also das muss man ja wirklich schon mal sagen. Auch wieder relativ geile Deko. Kaktus-Typ ist die Deko oben beim Ereignispfad. Und dann haben wir unten aber auch nochmal das Cowboy-Skelett plus auch nochmal eine Deko beim Händler. Und ich habe sie jetzt mal einfach mal alle hier hingesetzt. So sieht das nämlich aus. Sehr geil. Passt ja halt richtig gut zu der Szenerie. Ah, richtig gut. Wenn ich davon nochmal welche verschenken soll, like doch auch gerne das Video und kommentiert fleißig Creator-Code MBF nicht vergessen. Also das ist auf jeden Fall schon mal die Deko. Und jetzt zeige ich dir mal eben, wie das aussieht mit den Eiswürfeln. Also für jeden Stern bekommst du 150 Eiswürfel und wenn du mindestens einen von den Supermauerbrechern einsetzt, dann bekommst du nochmal 225 obendrauf. Aber was wäre denn so ein Event, wenn wir nicht noch eine coole neue epische Ausrüstung hätten für die Gladi, der Raketensperr? Ja, wir kennen ihn ja schon von der Challenge. Richtig geil. 3100 von den Medaillen kostet er. Und jetzt gucken wir uns doch mal an, was er denn so kann. Was hat er für Stats und wie spielt er sich? Also die nächsten paar Würfe mit dem Speer von der Gladi sind dann stärker und haben auch eine längere Reichweite. Wir sehen das jetzt ja quasi und richtig gut auf jeden Fall. Also episches Equipment ist natürlich immer richtig geil. Wir haben es ja schon bei der Challenge gesehen, wie das Ganze abgeht. Ich würde aber sagen, wir gucken uns ruhig nochmal ein bisschen Gameplay an dazu. Der Raketenspeer in Action, da ist nämlich schon die Gladi. Und jetzt wirft sie erst das Schild und dann bam, 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 haut sie da richtig drauf. Jetzt nochmal ganz interessant zu sehen, zack, 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 oh ja, 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 da ist sie am Start. Das ist, finde ich richtig gut. So, das war jetzt nämlich der Raketensperr, ne, wir sehen das jetzt, die Würfe sind vorbei. Und jetzt sehen wir das jetzt hier nämlich nochmal. Die Gladi wieder, wir sehen das jetzt, zack, 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 geworfen, geworfen, geworfen. Oh, wie schnell das jetzt ist, ne? Je nachdem natürlich, was du für Ausrüstung nimmst bei ihr, ist das, finde ich, schon richtig cool. Und es ist natürlich einfach mal geil, das mal zu sehen. Und es ist auch cool, dass wir immer so viele geile Events haben. Ich weiß, einige regen sich da immer auf, einige beschweren sich. Aber ich muss sagen, ich finde das immer ganz cool, wenn du so ein paar Events hast. Und ja, das ist ja freiwillig. Du musst es ja nicht spielen, aber das ist schon ganz cool auf jeden Fall. Jetzt sehen wir sie nämlich gleich nochmal. Ja, schön, dass ich dieses Gameplay von Supercell zur Verfügung gestellt bekommen habe, um euch das hier zu zeigen. So. Jetzt nämlich der Speer. Bumm. Und dann hat sie natürlich mehr Reichweite. Und das muss ich sagen, die gefällt mir wirklich gut, die Ausrüstung. Die gefällt mir wirklich gut. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Aber das soweit zum Event. Super Mauerbrecher im Rampenlicht. Also verdiene Eiswürfel. Geh auf dem Eventpfad weiter voran und hol dir dann natürlich von den Medaillen auch zusätzlich zu den Preisen auf dem Eventpfad noch ganz tolle Sachen. Wir haben das ja sonst, wie die Klassiker auch wieder ansonsten, zusätzlich natürlich zu dem Raketenspeer, weiß nicht, Bücher, Runen, Erze und so weiter. Ihr kennt es, ne? Also die Klassiker auf jeden Fall. 11. Juni beginnt das Event, 10 Uhr deutscher Zeit und es geht bis zum 21. Juni, auch wieder deutscher Zeit. Also das ist cool, aber wenn du dann ab dem 21. deine Medaille noch nicht ausgegeben hast, kannst du das sogar noch 2 weitere Tage machen, bis zum 23. 10 Uhr deutscher Zeit. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, Glocke aktivieren, Creator-Code MBF und bis zum nächsten Mal. Tschüss!